Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier endlich zur allerersten Let's Player Vorstellung auf meinem Kanal Krangus LP beziehungsweise auch zur Let's Player Bewertung. Heute mit dem Kanal Panda LP. Der Panda mit dem Gütesiegel. H für hypergeil. Also das ist ein Channel Motto. Das Motto des Panda LPs. Befinden uns auch gleich hier auf seinem Kanal. Zu den Kanaldesign und so weiter erstmal später was. Und ich erkläre jetzt oder ich zeige jetzt erstmal ein bisschen so die Grundfakten hier von seinem Kanal. Also Mitglied ist der Panda LP seit 13.03.2012. Warum ich jetzt lache, kann ich euch sagen. Der 13.03. ist mein Geburtstag, deswegen lache ich ein bisschen. Also seit meinem Geburtstag bist du, oder ja, seit 13.03.2012 ist er Mitglied und hat jetzt 75 Abonnenten seit dem 13.03. Das ist schon mal eine gute Leistung, muss man sagen. Das ist eine super Leistung für, ist ja wirklich nicht, na, obwohl 5 Monate... 75 Abonnenten, das kann sich schon sehen lassen, da gibt es weitaus schlechtere Sachen, von daher top. Videoaufrufe hat der Panda LP 5100 und wir gehen jetzt auch mal, wo wir bei den Videoaufrufen sind, zu den Videos. Da hat der Panda LP viele Sachen von, unter anderem hier Alan Wake hatte er glaube ich ein Video gemacht oder nee, drei. Dann sind wahrscheinlich nur zwei in der, oder eins in der Playlist, weil ich nur eins gesehen hatte in der Playlist. Und dann hat er auch Let's Play Survival Games, also vier Minecraft. Auch Slender ab und zu mal dabei, bei Minecraft auch Together. Dann, was ich noch mir angeschaut habe, ist Half-Life 2. Und Battlefield 3 hat er natürlich auch noch. Hier sieht man dann alles. Gemischt und hier auch noch ein Outro. Ist auch eine super Sache. Ich meine, kann man machen ein Outro. Solange es nicht nervig wird, ist das eine super Sache. So, dann auch hier vier Battlefield Multiplayer Sachen sind mit dabei. Battlefield 3 Multiplayer. Und ich gehe jetzt auch mal unter anderem hier auf die Playlist. Also die Anzahl der Videos ist auch auf jeden Fall mal nicht schlecht für die Zeit. Kann sich das auch eigentlich sehen lassen und ist eine recht akzeptable Zahl. Jetzt haben wir hier also alles schön geordnet. Let's Play Alan Wake, Let's Play Half-Life 2 Episode 1 habe ich mir angeguckt. So, Minecraft Staffel 1, Call of Duty Modern Warfare, dann auch noch Battlefield 3 und. Das, was ich mir angeschaut habe vom lieben Panda LP, war Minecraft Staffel 1. Da habe ich mir ein paar rausgesucht und angeschaut. Und dann noch Half-Life 2 und Battlefield 3. Also das sind die Projekte, die ich mir von dir, Panda, mal etwas näher angeschaut habe. Was auch auffällt, hier an der Seite, er hat einen Twitter-Kanal, wo ihr ihn, ich wollte jetzt schon sagen, attackieren, nee, wo ihr ihn kontaktieren könnt. Hat auch eine Facebook-Page für Panda. Kann man raufgehen, zack, hier, Panda LP, auch auf Facebook. Und da bleibt man, denke ich mal, dann auch immer im Kontakt. Hier werden auch die jeweiligen Videos vom Panda gepostet, sodass man da, denke ich mal, immer auf den neuesten Stand bleibt. So viel jetzt erstmal zum Channel. So, und jetzt geht's eigentlich an die Sache mit der Bewertung. Oder was heißt mit der Bewertung? Jetzt geht's ans Eingemachte. Denn hier haben wir das Channel Design. Was habe ich zum Channel Design zu sagen? Naja, für mich, für meinen persönlichen Geschmack ist es ein bisschen zu viel Zeug auf eine Stelle dann geklatscht. Also es ist mir an der Seite, ist mir das wirklich zu viel und zu wenig Freiraum. Aber was ich sagen muss, bei den meisten Sachen oder bei vielen Sachen hier, Your Dead
ist schön eingefügt worden. Auch, wartet, hier bei Crysis, die Übergänge sind relativ gut gemacht. Dann aber leider hier manchmal solche kleinen Ungenauigkeiten, solche Unsauberheiten hier mit dem Leuchteffekt, das ist nicht ganz sauber gelöst worden. Und wie gesagt, mir ein bisschen zu viel auf die Stelle geklatscht. Aber zu der Bewertung kommen wir dann später. Wie gesagt, nicht mein persönlicher Fall, weil ich es auch ein bisschen zu dunkel finde. Aber an sich so ist das Channel Design schon gut, beziehungsweise akzeptabel. Es ist jetzt nicht so, dass man es irgendwie in die Tonne kloppen könnte. So ist es auf keinen Fall. Ist bloß nicht so mein persönlicher Geschmack, aber da ist ja auch jeder verschieden. Und was ich, wo ich auch immer ein Feind bin, ich weiß nicht, ob du das für dich so machst, aber ich finde diese Abonnier-Button, also diese immer diese Hinweise aufs Abonnieren, finde ich nicht unbedingt schlau, die ins Kanaldesign einzubauen. Denn ich denke, das wird viele Menschen irgendwann dann auch nerven. Man wird dann ziemlich früh als Abo-Guy, Fame-Guy und so weiter, ne? Als Hair-Tutorial. Also so bei Hair-Tutorial ist es ja auch so ähnlich mit den Liken, Favorisieren und so weiter. Und man wird ja ziemlich schnell mit diesen Abonnier-Buttons in eine Schublade gesteckt. Und deswegen finde ich das immer nicht so unbedingt passend. Aber gut, das ist dann auch wieder jedem seine Sache. Genauso wie folgendes, wenn ich jetzt hier mal auf den Button klicke, die Seite lade, kommt etwas, was mir nicht gefällt. Nicht das Video, um das Video geht's nicht. Und zwar ist bei dir Autoplay an. Das finde ich immer ein bisschen blöd, wenn ich auf einen Kanal komme und dann fängt da gleich das Gelabere an. Ist nicht mehr ein persönlicher Fall. Also Autoplay finde ich auch nicht so schön. Aber nun gut, kommen wir erstmal jetzt zu deinen Videos. Jetzt wollte ich auf meinen Channel gehen. So, wir suchen uns jetzt einfach mal hier ein Video raus und wir sehen natürlich hier vor vier Tagen, dann fünf Tage. Die Let's Plays kommen auf jeden Fall beim Panda LP regelmäßig. Also es ist keiner von diesen Let's Playern, der jetzt, sag ich mal, alle ein, zwei Monate Let's Play macht. Er bringt auch regelmäßig seine Parts raus, um dementsprechend auch seine Abonnenten zu unterhalten. Finde ich eine tolle Sache, wenn man das macht. So, dann gehen wir mal jetzt auf Minecraft Folge 2 mit dem Luca, Flachwitze und Co. So, willkommen bei Let's Play Minecraft. Wir sind so, ich schalte mal kurz hier auf Vollbild. Sollte gehen, oder? Ja, ich hau mal drauf hier. Hier in unserer kleinen Welt. Und Leute, ich muss euch was erzählen, und zwar heute in der Schule. Alter, wir haben so einen in der Klasse, der heißt Luca, und ich bin so froh, dass der nicht hier ist. Wirklich. Ja, wenn der hier wäre, das wäre halt echt scheiße. Gell? Also dieser Luca, dieser Luca. Ja, ich finde den auch voll scheiße, also. Gell, gell, Luca, Luca ist so. So, an der Stelle wollte ich sowieso gerade abbrechen. Ich finde, also das war jetzt ein kleiner Ausschnitt aus dem Video. Er macht, wie gesagt, auch Togethers mit ein paar Freunden von ihm oder mit einem Freund von ihm. Und insgesamt muss ich sagen, dein Commentary-Stil gefällt mir gut. Also die Commentary an sich, der Style gefällt mir vor allem, weil du dann ein bisschen deinen eigenen Stil hast oder versuchst, deinen eigenen Stil zu haben. Und deinem Stil dann auch relativ in den Videos immer treu bleibt. Und das ist ja dann auch eine gute Sache, wenn man deine Videos später wiedererkennen will, dass die irgendeine Sache haben, die dann dementsprechend auch Wiedererkennungswert haben. Dann, wie gesagt, was ich schon gesagt habe, deine Videos kommen regelmäßig, finde ich super. Und was ich auch klasse finde, das ist vor allem auch mal jetzt, vor allem bei den bei den Minecraft-Sachen so, dass du nicht unbedingt immer spielbezogen erzählst. Also es gibt ja diese Let's Player, die setzen sich hin. Ja, jetzt machen wir das und das, dann machen wir das, dann machen wir das. Ach ja, und das machen wir auch noch. Ah, dann gehen wir dahin und dann machen wir das. Aber bei dir ist es manchmal wirklich so, dass du versuchst, wirklich auch
Dinge aus dem täglichen Leben zu erzählen. Was weiß ich, in den einen Part zum Beispiel, wie deine Abonnenten das Kinoprogramm zurzeit finden oder wie das Kino allgemein ist. Also du beziehst dich nicht nur auf Themen aus dem Spiel, du laberst auch mal quer querbeet durch verschiedene Themen, die dir gerade so durch den Kopf schwören. Und das finde ich eine gute Sache, denn man muss nicht wirklich immer nur spielbezogen erzählen. Das ist nicht gut. Apropos nicht gut. Jetzt kommen wir zu den negativen Punkten. Obwohl, ich will es nicht negative Punkte nennen. Denn es sind die Kritikpunkte und Kritik muss da nicht immer negativ sein. Kritik ist ja immer, für mich ist Kritik sogar was Gutes, da man dann weiß, was man noch besser machen muss. So, was mich bei dir ein wenig stört, ist, dass du, passt auf, das kann ich mal kurz zeigen, bin ich mal so nett, dass du hier bei deiner Beschreibung, du hast zwar deinen Facebook-Account und Twitter, dann noch, was du für ein Spiel gerade spielst, und welcher Spieler das ist, beziehungsweise welcher Spieler das Spiel spielt. Aber mir fehlt hier einfach der Bezug auf das Spiel. Also die Beschreibung gefällt mir noch nicht. Da steht einfach zu wenig drin. Ich denke, die Leute, die die Beschreibung noch lesen, sag ich mal so, die möchten auch in der Beschreibung, anhand der Beschreibung, ein wenig erkennen, worum es ungefähr in diesem Video geht, in welche Richtung das Video geht und um welche Themen in dem Video allgemein auch behandelt werden. Und ich denke mal, eine kleine Beschreibung, um zu erklären, was du heute im Video machst, was deine Zuschauer so erwartet in dem Video, das wäre doch mal schön, wenn man das machen könnte. Da finde ich dann persönlich nicht schön, wenn man dann nur halt irgendwelche Links hat und wirklich nicht viel Inhalt in der Beschreibung. Aber gut, ein kleiner Kritikpunkt. Ja, und ich habe ja schon gesagt, dein Commentary gefällt mir, was mir aber ein bisschen Sorge macht, oder nicht Sorge, aber was man noch verbessern könnte, ist vielleicht das Rauschen aus deinem Mikro zu entfernen. Dein Mikro hat ein kleines Rauschen auf jeden Fall drin. Da könnte man vielleicht mal mit Audacity versuchen, oder Audacity versuchen, das Rauschen zu entfernen mit der Rauschentfernung, da das wirklich nicht immer so wunderschön ist, wenn man da ein Rauschen im Hintergrund hat. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Sache, was das Commentary betrifft. Dein Commentary ist mir zwar, wie gesagt, ich habe gesagt, dein Style gefällt mir, den finde ich geil, aber dein Commentary ist mir ein bisschen zu leise. Sprich, in manchen Let's Plays, jetzt zum Beispiel Minecraft, da machst du ja viele Sachen, fügst auch noch Musik im Hintergrund ein, ne? Das kann man ja super machen, das bietet sich bei Minecraft super an. Aber dann ist meistens, ist es so, dass die Musik und der Ingame-Sound lauter ist als deine Stimme. Und du hast an sich schon so eine leisere Stimme und dann, dass da die Musik dann und der Ingame-Sound lauter sind, ist vielleicht nicht so optimal. Vielleicht ein bisschen noch umstellen. Auch bei Half-Life und Battlefield habe ich gemerkt, dass der Ingame meistens lauter ist als dein Commentary. Da müsstest du mal gucken, ob du da noch was dran ändern könntest. Und dann auch noch zu deiner Stimme. Ein kleiner Tipp, mir kommt das manchmal so vor, als ob du irgendwie versuchen müsstest zu flüstern oder so. Also, beziehungsweise deine Stimme ist ein bisschen leiser, habe ich ja gerade schon angemerkt. Ist aber keinesfalls ein negativer Punkt. Man kann ja immer an seiner Stimme arbeiten. Und wie gesagt, ist mir ein bisschen zu leise und das kommt immer so vor, als ob du gerade irgendwie in der Kamera bist und bei manchen Let's Plays und du flüstern müsstest. Vielleicht versuche noch die Stimme ein wenig präsenter zu machen, mit der Stimme mehr zu arbeiten und die Stimme mehr in die Let's Plays einzubeziehen und wie gesagt, dann nochmal gucken wegen der Abmischung Ingame Sound und Commentary. So, das war es dann auch eigentlich mit meinen Punkten zu deinem Channel. Kommen wir zu der Bewertung von Panda LP. Der Panda mit dem Gütesiegel Hafer Hyper Geil. Also der erste Punkt wäre die Abstimmung von Ingame Sound und Commentary. Da bekommst du von mir 5 von 10 Punkten. Ganz einfach aus der Tatsache,
wie ich gerade eben angesprochen habe, da das wirklich nicht wirklich optimal in den meisten Videos abgemischt wurde. Aber da ich mir sicherlich denken kann, dass du da gerne Tipps annimmst und mit den Tipps arbeiten kannst, denke ich mal, wirst du auch super das noch verbessern können. Ich meine, so das Problem ist ja nicht, jetzt den Ingame-Sound ein bisschen runterzunehmen und Commentary lauter zu machen, ist ja jetzt nicht das weltwegende Problem. Deswegen habe ich dir auch deswegen noch 5 Punkte gegeben. Zweiter Punkt wäre die Qualität der Videos. Haben wir da gar nicht angesprochen. Und da kann ich eigentlich nur sagen, ja, da gebe ich dir 5 von 5 erreichbaren Punkten. 720 Pixel ist HD. Und ja, ist auch in den Minecraft-Parts immer 720 Pixel. Außer bei Battlefield, da war es dann 360. Aber ich denke mal, da wirst du irgendwie Xbox oder so Grabber-mäßig was gemacht haben, ne? Und deswegen wird das wohl nicht HD gewesen sein. Aber ansonsten, die ganzen Spiele, die du auf dem Kanal hast, sind HD, haben, kann man ja mal hier im kleinen Format zeigen, haben gute Grafik, man erkennt viel. Daher gibt es, wie gesagt, von mir 5 von 5 Punkten bei der Qualität der Videos. So, Punkt Nummer 3 ist der Unterhaltungswert bzw. dein Commentary. Ich muss sagen, dein Unterhaltungswert ist gut. Fertig. Nee, ich werde in deinen Videos wirklich unterhalten, vor allem, wie ich am Anfang gesagt habe, dein Stil, dein Commentary-Stil gefällt mir schon. Und dann kommt halt nur die negative Sache dazu mit den, wie gesagt, mit der Abstimmung von Ingame und von Ingame-Sound und der Lautstärke deines Mikros. Und dadurch, denke ich mal, kommt vielleicht dein Stil noch nicht ganz so rüber, wie er eigentlich rüberkommen könnte. Aber wenn man da was umstellt, dann kommt das absolut geil rüber. Und ich finde, der Stil hat auf jeden Fall was an sich, unterhält mich, spricht mich auch immer an. Vor allem die Togethers sprechen mich an und von daher gibt's da auch, Trommelwirbel, 7 von 10 Punkten für das Commentary, für den Unterhaltungswert. So, Punkt Nummer 4 ist die Mikrofonqualität. Was kann ich zur Mikrofonqualität sagen? Ja, eigentlich nur das, was ich vorhin schon gesagt hatte, ist ein kleines Rauschen drin, was man dann wirklich aber schon mitbekommt, dass das rauscht. Aber ansonsten versteht man dich eigentlich deutlich, wenn der Ingame-Sound jetzt nicht zu laut wäre, versteht man dich deutlich, du sprichst auch deutlich und daher gibt's von mir da auch 3,5 von 5 Punkten. Yay! Und das bringt uns auch gleich zu Punkt Nummer 5. Die Sprachkompetenz. Mache ich es ganz kurz. Du weißt eigentlich mit den Wörtern immer umzugehen. Versuchst da auch immer mit den Wörtern ein bisschen zu spielen. Mit ein paar Begriffen, pipapo. Deswegen gibt es von mir da einfach mal 6 von 10 Punkten, da mir das schon recht gut gefällt. Und der letzte entscheidende Punkt. Dein Kanaldesign, hatte ich dann vorhin angesprochen, ist wie gesagt nicht so unbedingt mein Fall jetzt, das Kanaldesign, dass mir einfach ein bisschen zu dunkel ist, dann hier hätte man vielleicht noch ein bisschen besser verarbeiten können, an auch hier, wo es ein bisschen hell ist, hätte man besser verarbeiten können. Und wie gesagt, da es ein bisschen dunkler ist und nicht so wirklich mich anspricht, gibt's 3,5 von 5 Punkten. So, wenn du jetzt fleißig immer die Punkte aufgeschrieben hast, kann ich dir die Zahl jetzt aber trotzdem sagen. Du bekommst von mir insgesamt eine Gesamtpunktzahl von 30 von 45 Punkten bekommst du von mir. Also, herzlichen Glückwunsch, 30 von 45 Punkten sind eine gute Sache. Das bedeutet für mich, ich mache mir da immer ein paar kleine Notizen, dass du die Ansprüche, eigentlich die Grundlagen und die Ansprüche vollkommen erfüllst. Du hast deinen eigenen Stil, du hast eigentlich auch, du hast gutes Potenzial, dein Kanal hat Potenzial. Du stehst auch immer mit Spaß hinter der ganzen Sache.
Bloß halt, dann fehlen noch so ein paar Kleinigkeiten, wie jetzt halt die Abmischung des Ingame-Sounds und der Commentary-Sache. Dann klappt es mit dem Mikro noch nicht so wegen den Rauschen. Aber ansonsten, die Grundlagen und so weiter sind erfüllt. Und du machst deine Sache ganz gut. Und ich würde auch sagen, bleib am Ball, lieber Panda LP. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, von dir noch LPs zu sehen. Mit besseren Ingame-Sound, mit geilem Mikro. Und ich denke, wenn die Punkte abgearbeitet sind, sprechen wir uns wieder. Weil dann wird es richtig geil. Wenn du dann später auch noch ein bisschen aus dir herauskommen kannst. Wie gesagt, die Stimme vielleicht ein bisschen präsenter machen. Nicht immer so versuchen zu flüstern. Das kommt aber dann auch mit der Zeit. Und ich denke, du kannst mit deinem Let's Player-Kanal eigentlich schon recht zufrieden sein an sich. Wie gesagt, ein paar Sachen sind wirklich dann noch verbesserungswürdig. Aber das war's auch wieder mit der Let's Player-Vorstellung für heute. Ich würde meinen, schaut doch bitte mal beim Kanal des lieben Panda-EPs oder schaut mal beim Panda-EP vorbei. Lasst ein... Ach, ich darf das ja gar nicht mehr sagen. Oder darf ich das sagen, dass ihr ihn... Wenn es euch ich sag's so, passt auf. Wenn es euch gefällt, wenn euch sein Stil gefällt, dann wisst ihr, was zu tun ist, was ihr zu tun habt. Schaut euch auf jeden Fall mal ein paar der Videos an. Sind auf jeden Fall gute Sachen dabei. Ich verlinke ihn unten in der Beschreibung, sodass ihr sofort auf den Channel von Panda LP kommt. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten.